Na, hier sind wieder unsere Leitpfosten. Jetzt muss ich wieder umdrehen hier, oder was? Sorry. Nicht quatschen, aufs Navi gucken. Hallo Freunde und willkommen zurück mal wieder zu einem neuen kleinen Video vom Truck und Logistik Simulator. Wir sind immer noch mit unserem kleinen Scania unterwegs. Es gab zwischendurch ein kleines Update, das hat aber bloß was mit der Kamerasteuerung zu tun. Finde ich jetzt nicht, dass sich da viel verändert hat. Im heutigen Thema geht es aber darum, ich habe krampfhaft versucht, mein Lenkrad zu installieren. Und das war gar nicht so einfach. Also installiert ist es ja schon, nutze ich ja im ATS, im ETS, im LS und so weiter und so fort. Problem hier war gewesen, Lenkbewegung über 90 Grad waren sinnlos, weil der hat bei 90 Grad sofort voll eingeschlagen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich im Steam Forum so ein bisschen durchgelesen und probiert, und wir haben ja hier in den Einstellungen die Möglichkeit, in der Stadt, nein, da war es nicht, in den Optionen die nicht lineare Lenkung. Da steht ja hier, stell den Regler ganz nach links, wenn dein Lenkrad mehr als 900 Grad unterstützt. Mehr als 900 Grad? Das sollte bestimmt mehr als 90 Grad heißen. Egal, es brachte nichts. Ich konnte hier hin und her stellen, was ich wollte, und ich konnte auch hier in den, kann man ja hier, ne, Logitech G29, kann man ja calibrate und so weiter und so fort. Es hat alles nichts gebracht. Mittlerweile geht's. Zauberwort heißt Logitech Profiler. Zumindest im Falle von Logitech. Ihr seht, ich verwende nur ein etwas älteres Lenkrad, das Logitech G27. Es soll aber beim 29 und beim 920 ähnlich sein. Man geht in die Logitech Profiler Einstellung, in die Global Settings. Da, wo das Force Feedback auch eingestellt wird, da kann man ja auch den Lenkwinkel ändern. Der sollte, wenn ihr das haben wollt, auf 900 Grad stehen. Und dann geht ihr unten bei dem Häkchen zulassen, dass das Spiel oder das Einspiel die Einstellung ändert. Den Haken nehmt ihr raus, dass es nicht zugelassen wird. Und schon geht die Sache. Und ihr habt mehr wie 90 Grad Lenkwinkelunterstützung. Hat mich ein bisschen Nerven gekostet. Ich war schon so ein bisschen am Aufgeben, weil es hieß ja hier und Lenkradunterstützung und Schaltung und ihr könnt jetzt hier mit Schaltung und hin und her und hast du nicht gesehen. Ja, und dann kommst du da an und hast plus 90 Grad. Das ist blöd. Aber es funktioniert. Mit Trick 17. Ich hoffe, es wird noch geändert, dass es vereinfacht angepasst wird, weil ich habe das schon ganz gerne, dass ich für jedes Spiel eine andere Force-Feedback-Einstellung habe, und das stelle ich dann im Spiel ein und nicht außerhalb des Spiels. Ja, schauen wir mal. Ansonsten, wir werden uns jetzt noch einen kleinen Auftrag suchen. Also ich werde mal den Motor starten hier. Okay, die Schaltung ist jetzt nicht LKW-like. Das ist hier eine normale Haarschaltung, wo wir dann aber vom zweiten gleich in den vierten schalten. Lustigerweise. Achso, ich habe mir vergessen, den Blinker hier noch auf die Tasten zu legen. Also ich habe hier noch keine Tasten weiter eingestellt, außer Gasschaltung und so weiter. Also der überspringt hier automatisch gleich ein paar Gänge. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Warte mal, müssen wir hier rein? Wir müssen hier, glaube ich, rein. Man kann auch im 6. bei Tempo 25. Das funktioniert. So, bin ich jetzt hier schon wieder an der Einfahrt vorbei? Ich bin schon wieder an der Einfahrt vorbeigefahren. Lecco mio. Ansonsten das Lenkverhalten selbst
Hier ist keine. Doch, hier ist Einfahrt. Ist ganz passabel. So, wir haben mal kurz das Tor ausgebaut. Lenkverhalten, ja, kann man auch. DevZone, danke. DevZone technisch ist das nicht so das Problem. Ja, kann man nicht. Also funktioniert, ne? Hier. Das funktioniert auch. Hier muss ich auch einen Gang einlegen. Abgewürgt. Sehr geil. Okay, muss man gucken, ob man sich jetzt hier noch irgendwie einen Joystick. Das ist nervig, dass du beim Stapler auch mit Kupplung arbeiten musst. Also unser Stapler hatte immer bloß so einen kleinen Wheelschalter, vorwärts, rückwärts. Gibt dem Ganzen gleich eine ganz andere Spieltiefe hier. Macht die ganze Sache gleich wieder ein bisschen komplizierter, was aber auch nicht unbedingt so schlecht ist. Zumindest meine Meinung. Die Gänge, wenn ihr einen Haarshifter habt, beispielsweise hier den vom Logitech G27, sind vordefiniert. Also da braucht ihr jetzt nicht irgendwie großartig rumoperieren. Das ist voreingestellt. Meiner Meinung nach auch gar nicht so schlecht. Ja, ansonsten, wie gesagt, macht das Ganze ein bisschen runder, finde ich. Man kann ein bisschen genauer. Okay, die Kamera ist doch ganz schön empfindlich. Da hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet. Mal gucken, ob wir das da reingewurschelt kriegen, ohne dass wir hier gleich wieder Ladungsschaden kriegen. Aber das sieht so erstmal gar nicht so verkehrt. Oh, jetzt ist ja der Motor wieder ausgegangen. Also ich stehe die ganze Zeit auf der Kupplung. Ist ein bisschen, ob man das vielleicht nochmal, das müssen wir mal sehen, abwarten. Ob man das vielleicht differenzieren kann, dass man die Stapler immer auf Automatik hat oder so. Also mal gucken, ob wir hier einigermaßen reinkommen. Bei den angehoben kriegen, ohne dass der uns runterfällt? Natürlich nicht. Oh. Ich stehe die ganze Zeit auf der Kupplung, Junge. Hab dich doch mal nicht so mädchenhaft hier. So, wie gesagt, ich kann jetzt nur fürs Logitech G27 sprechen und ich habe auch halt gelesen, dass es bei den anderen Logitechs nicht anders ist mit den Einstellungen. Wie es bei Trustmaster und Fanatec und so aussieht, ich habe keine Ahnung. Ich besitze diese Lenkräder nicht. Und nur hier, um das Spiel zu testen, werde ich sie mir auch nicht kaufen. Gut, diesmal ohne Springen. Und dann werden wir mal versuchen, das Ganze hier noch heil irgendwie abzuliefern. Okay, wir hätten auch davon noch die Schranke fahren können. Au.
Ups. Okay, also er merkt auch, wenn wir nicht kuppeln. Das findet er nicht toll. Da kommt ein seltsames Geräusch. Wir probieren. Moment. Auch meine Dings, Bums, Bums, Dings. Wo ist denn hier Steering Right, Steering Left, Handbrake, Handbrake Position, Clutch, Clutch Position. Bla bla bla, Left Indicator. Okay, das, achso, man sollte vielleicht, ja, genau. Man sollte vielleicht auch. Remove, Replace. Genau, Right Indicator. Replace. So. Jetzt haben wir das Ganze und Replace. Rebutton right, rebutton left. Ja. Achso, ich wollte ja mal gucken. Kann man auch? Nein, kann man nicht. Man kann also nicht im vierten Gang anfahren. Schade eigentlich. Wenn man jetzt noch in Gruppen schalten könnte, wäre das traumhaft. Okay, da wuchs ein Busch durch die Fahrbahn. Und Force Feedback Unterstützung ist gerade irgendwie bei Null. Mal eben gleich vier Gänge übersprungen, gar kein Problem. So Jungs, wenn er jetzt noch einen vernünftigen upsala, was machst du denn da? Cruise Control hinkriegt, dann bin ich euch sehr verbunden. Och, Junge! Mensch! Oh, ich bin falsch. Entschuldigung. Im achten Gang bei 60 hier die Autobahnauffahrt hoch. Jawohl. Alles möglich. Das räubert hier aber ganz schön in der Kiste. Dennoch so verschiedene Getriebeoptionen hätte, so Eaton Fuller, so schön 13, 18 Gang, ohne Kupplung schalten, nur mit Gas. Das wäre auch noch geil. Aber und Retarder und so eine Sachen, das wäre alles noch nice. Aber wir sind ja hier noch ganz am Anfang. Wenn du mal weiter auf der Straße fahren würdest, anstatt hier an einer Leitplanke dran zu kleben, würdest du wahrscheinlich auch schneller um die Kurve kommen, Kollege. Also mit dem LKW gewinnst du jedes Sprintrennen, ne? Kollege da vorne ist auch recht fix unterwegs, also 100 bestimmt.
wir jetzt mal nicht so übertreiben. Wir wollen ja Geld verdienen und nicht die Ladung kaputt machen, ne? Zu gucken und zu zucken, einfach rausgezogen hier. Und dann auch noch LKW ausbremsen oder was hier, mein Freund. Gib Schubrakete. Unten rechts ist Gas, hast du mitbezahlt. Kannst du auch benutzen. Alter. So, hat keiner gesehen. Hier auch nicht. Oh nein, ich kann kein Schweigegeld bezahlen. Okay, jetzt hat es hier gerade mal so ein bisschen geleckt. Oh, hier ist ein Rest und Tank und Raststätte. Haben wir die schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Oder? So, wir fahren geradeaus weiter. Wir sind mit 85, so wie ich das gehört. Okay, das haben sie auch noch nicht in den Griff gekriegt, dass die Autos hier teilweise neben der Spur fahren. Solange wie sie rechts auf dem Standstreifen weiterfahren, ist mir das egal und mir nicht auf meine Spur entgegenkommen. Jetzt gerade war auch ein bisschen eng. Ja, wie war das mit den 85? Naja. Okay, wir hätten hier runtergemusst. Glaube ich. Zumindest hat er das gerade angezeigt. Egal. Dann haben wir die nächste Ausfahrt runter. Hier gibt es ja keinen Retarder. Na, hier sind wieder unsere Leitpfosten. Jetzt muss ich wieder umdrehen hier, oder was? Sorry. Nicht quatschen, aufs Navi gucken. Hier wollen wir doch hin. Mensch, ist die Folge wieder ein bisschen länger geworden, aber ist ja nicht schlimm. So, jetzt macht auch das Rückwärts-Einparken wieder mehr Spaß. Okay, die... Ja, könnte ich mich wieder drüber aufregen. Über die Klumpen hier, über die Grünen. Hat der nicht früher mal gepiept beim Rückwärtsfahren? Okay. Frachtbeschädigung, bist du blöd? Egal, immerhin.
So, wir haben 89.000 Taler. Das heißt, wir könnten uns jetzt einen kleinen Sattel kaufen. Oder wir sparen noch auf den Dump-Truck. Und den da könnten wir eigentlich auch machen. Läuft ja gerade. Und ja, eigentlich wollte ich hier zwischendurch immer mal so ein kleines Cutout-Video rausbringen, aber wie kam immer was dazwischen und dann gab es wieder ein Patch und ja, mal gucken, ob wir das noch machen. Gut, bis dahin. Ich danke fürs Zuschauen. Solltet ihr Fragen nochmal haben zu extrem einstellen von dem G27, sagt Bescheid. Zeige ich gerne nochmal ausführlich in aller Ruhe. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss, macht's gut.